Willkommen, liebe Freunde der Blutmagie. In diesem Guide möchte ich euch ein Bild vorstellen, der das Beste aus zwei Welten kombiniert, einem klassischen Blattbild und einem Magier, der ohnehin schon so viel Schaden macht wie ein handelsüblicher Asteroid. Aber um das hier zu machen... Oder das hier... Aber Spell, das war doch nur ein dummer Soldat ohne Magieresistenz. Mach das mal bei einem richtigen Boss wie Malenia. I am Malenia. Blade of Mikala. And I have never known defeat. Aber um so etwas zu machen, brauchen wir natürlich das ein oder andere Item. Und in diesem Guide zeige ich euch, wie man an die wichtigsten davon rankommt. Für Items, von denen ich glaube, dass sie die meisten schon haben, zeige ich euch nicht den kompletten Laufweg, weil ich dieses Video keine halbe Stunde machen wollte. Wenn ihr eines der Items schon habt, dann navigiert gerne durch die Kapitel, damit ich euch nicht mit Laufwegen langweile, die ihr sowieso schon kennt. Ich hatte auch überlegt, für jedes Item ein einzelnes Video zu machen, aber dann dachte ich, niemand will sich für ein Bild 10 Videos hintereinander angucken, dann hat man es lieber kompakt. Ich zeige euch jetzt schon mal, was wir alles dafür brauchen. Dazu gehört Lusatz Schimmersteinstab plus 10. In der Offen tragen wir hier das karianische königliche Zepter für die 20% Schaden auf Mondmagie, aber wenn ihr eine andere Zauberschule benutzt, dann tauschen wir das hier einfach aus. Dann brauchen wir noch die Kommandantenstandard für 20% erhöhten Schaden und eine Waffe mit der Kriegsasche Seppuku. Das ist gleichzeitig auch das Wichtigste in diesem Bild, quasi der Uhu-Kleber, der alles zusammenhält. Bei der Rüstung ist nur der Helm wirklich relevant. Hier tragen wir den Hut der Schneehexe für die 10% Schaden. Die weiße Maske würde in diesem Bild auch 10% Schaden geben und wenn ihr noch an die weiße Maske kommt, dann wäre das für euch ihr besten Slot, weil sie wirklich alles um 10% erhöht. Die Talismans sind genauso wichtig für den Schaden. Hier benutzen wir Jubel des Blutes. Der erhöht den Schaden um 20%, wenn wir bluten, was wir mit Seppuku selbst auslösen können. Dazu tragen wir den Götzenmasse-Talisman für weitere 8% Schaden und Radagons Ikone für 8% Zaubertempo. Im letzten Slot könnte man hier den magischen Skorpionstalisman benutzen, der den Schaden noch einmal um 12% erhöht, aber auch den erlittenen Schaden verstärkt. Ich kann euch hier allerdings den Drachen-Großschild-Talisman empfehlen, aber warum ist der so gut? Schaut euch mal an, wie viel körperliche Resistenz uns eine richtig gute, schwere Rüstung gibt, zum Beispiel Radahns Löwenrüstung. Zusammen mit einer leichten Rüstung, die die Werte um die 10 hat, erhöht der Talisman unsere Schadensreduktion hier aber um 25 bis 30. Und wir sprechen hier nur von einem einzigen Talisman, der 0,8 wiegt und nicht 15 oder 20 wie eine schwere Rüstung. Dann sparen wir uns hier auf jeden Fall einige Punkte in Kondition, die wir besser investieren können. Aber wenn ihr mit dem Schaden noch weiter eskalieren wollt und nicht der erlittene Schaden egal ist, weil ihr Dark Souls No Damage Master seid, dann ja, dann würdet ihr euch vermutlich kein Video über Zauber anschauen. In dem Fläschchen haben wir mit der gesprungenen Magieschleierträne nochmal 20% mehr Schaden für Zauber. Die zweite Arznei könnt ihr ehrlich frei wählen. Hier würde ich entweder die Opalene Blasenträne oder die Himmelblaue Geheimnisträne empfehlen. Was die Stats angeht, brauchen wir mindestens 24 Stärke für die Kommandantenstandarte. 80 Weisheit für noch mehr Schaden, dann habe ich noch 24 Glauben, damit ich dazu noch Todeszauber und Inkarnation benutzen kann, 30 Kondition, damit man mehrere Zauber chaincasten kann, 50 Kraft, 40 Geist und der Rest hier ein Geschick, was unser Zaubertempo erhöht. Dieser Charakter ist jetzt Stufe 200, wenn man ein paar Abstriche beim Glauben, Kondition, Kraft und Geist macht, dann kann man das aber auch locker auf Stufe 150 spielen. Ich zeige euch jetzt, wo wir einige der wichtigsten Items für diesen Bild bekommen. Wir fangen erstmal mit dem Schlimmsten an, dann haben wir das aus dem Weg. Und zwar den Talisman Jubel des Blutes. Dieser führt uns erst einmal in die Kanalisation von Laendell. Oh nein, Hilfe, die Kanalisation, ich weiß. Aber wusstet ihr, dass es in der Kanalisation versteckte Katakomben gibt? Also quasi ein Labyrinth im Labyrinth, eine Labyrinthception. Es wird auf jeden Fall ein langer Weg. Ich gehe mal davon aus, dass ihr zumindest schon mit dem kleinen C in die Kanalisation gedippt seid. Dann habt ihr ja schon die verlorene Gnade, unterirdische Straße. Von dieser Gnade laufen wir erstmal hier quer durch und springen an der Leiter runter. Da wollen wir nicht rauf, da unten wollen wir lang. Hier springen wir zweimal rechts auf diese Super Mario Röhren und dann müssen wir noch eine Etage weiter runter, wo Mr. Krabs auf unsere Ankunft wartet. Eine zweite Krabbe ist auch noch hier, die töten wir und dann ist in dem Raum rechts schon die erste verlorene Gnade. Erstmal rennen wir nur geradeaus, die Tür da vorne führt zum Boss, ist aber noch verschlossen. Und dann geht es hier geradeaus weiter, geradeaus ist immer gut, das kann man sich einfach merken. Hier biegen wir immer rechts ab, was anderes bleibt uns doch nicht übrig und dann immer der Flamme entgegen. Die trifft uns hier jetzt auch einmal, aber lieber brennen wir hier ein bisschen, als an der Feuerampel zu warten. Den Zombie hat es dafür auch noch erwischt und wir bekommen jetzt 92 Runen. Vielleicht sollte ich den Videotitel mal bearbeiten, das ist hier ein Astreiner XP-Farming-Guide.
Hier laufen wir am Ende der kleinen Treppe wieder rechts, wo ein etwas größerer Gegner steht, der hier in harter Gartenarbeit eine Gräbertallilie 9 angepflanzt hat. Hier springen wir noch einmal runter und dann wieder rechts. Hier geht's erstmal wieder geradeaus und dann müssen wir noch einmal rechts und dann seht ihr auch da vorne schon unseren kleinen persönlichen Fahrstuhl. Und wenn ihr jetzt hofft, dass wir gleich da sind, dann muss ich euch leider enttäuschen. Wir müssen hier noch einmal rum und geradeaus. Dem geben wir 3 Schaden, weil wir auf ihn draufspringen. Die Leiter hier nach unten, den Gang geradeaus. Und dann aktivieren wir hier den Hebel, um die eingangs erwähnte Tür zum Boss zu öffnen. Und wenn wir jetzt hier runterspringen, dann sind wir wieder am Anfang angekommen, was zumindest im Kopf Sinn macht, weil wir eigentlich nur rechts gegangen sind. Und dann müssen wir nur noch den Zauberboss besiegen und bekommen von ihm den Talisman Jubel des Blutes. Und nach dieser Odyssee holen wir uns jetzt erstmal ein Item, das richtig easy peasy im Schneegebiet zu bekommen ist. Und zwar die Kriegsasche Seppuku. Dafür starten wir hier in der verlorenen Gnade Eisiger See im Berggipfel der Riesen, so der offizielle Name des Schneegebiets. Wir reiten hier ein bisschen geradeaus und dann sehen wir hier die Spuren von diesem unsichtbaren Lootmaulwurf. Den müssen wir ja immer besiegen und dann bekommen wir von ihm die Kriegsasche Seppuku. Das nächste Item auf der Liste ist ähnlich einfach zu bekommen, und zwar die Kommandantenstandarte. Dafür müssen wir nach Kaelit, südliches Sumpfufer von Aeonia. Da reiten wir nach Norden, wo Kommandant O'Neill steht, der uns hier seine Waffe überlässt. Das letzte, was wir uns jetzt noch holen, ist der Zauber Terra Magicus. Ansonsten gebe ich euch hier bewusst keinen Weg vor, welche Zauber ihr für diesen Bild auf jeden Fall benutzen müsst. Ich habe das jetzt einfach mal mit Ranis dunklem Mond und dem Nachtkomet gespielt. Für beide Zauber habe ich auch ein detailliertes Video, wie ihr an die Zauber kommt. Aber mit diesem Blut-Setup, den Talisman, Seppuku und den Kriegsstandarten könnt ihr fast jeden Zauber, den es gibt, auf die ein oder andere Weise übermächtig machen. Welchen Zauber wir aber auf jeden Fall brauchen, ist Terra Magicus für den 35% Damage-Buff. Dafür reisen wir in Leonia in die Kristallwälder und reiten nach Osten an die Felswand, bis wir eine versteckte Höhle finden. Da benutzen wir einen Schwertsteinschlüssel, um den magischen Nebelschleier verschwinden zu lassen. Dann rennen wir durch die Höhle. Ich weiß, eine Fackel wäre hier ganz nice gewesen, aber so viele Wege gibt es hier sowieso nicht. Dann kommen wir hier in den nebligen Raum, rennen hier an dem geheimen Magier-Meeting vorbei und huschen durch diese Tür. Hier müssen wir nur noch an diesen beiden Passanten vorbei und finden hier den nächsten Boss. Die zwei Kristallkrieger lassen sich ganz gut staggern. Ich töte hier noch den zweiten. Den Zauberkristallexplosion können wir auch noch mitnehmen und dann führt uns eine Steinplattform nach oben. Hier rennen wir nur noch die Treppe hoch, klettern eine Leiter nach oben und finden hier den Zauber Terra Magica. Dann aktivieren wir die Kommandantenstandarte, seppukusieren uns hier selbst, trinken ein Fläschchen mit Schaden, schmeißen Terra Magicus auf den Boden und töten, was auch immer vor uns steht. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachzaubern. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und dann sieht man sich im nächsten Video.